Einen wunderschönen guten Tag in Stardew Valley. Wir wollen heute das Silo bauen, oder zumindest haben wir es vor. Müssen uns aber erstmal um die Farm kümmern. Danke. So, das Problem, was ich hier sehe, haben wir Platz und ein bisschen. Meine Frau hat mir das Ganze hier aufgeschrieben. Wir brauchen für Silo 100 Gold. Gut, das Geld haben wir. 100 Stein, die haben wir auch. 5 Kupferbarren, die haben wir jetzt auch. Und 10 Lehm, da sehe ich mir schon Problematik. Ich habe keine Ahnung, wo ich Lehm herkriege. Aber, gut, werden wir schon noch rausfinden. Erstmal... Ah, die Äpfel wachsen nach, das ist schön. Aber noch 8 Tage vor uns, da werden sie wohl noch mal fertig, oder? Die Karotte ist dann auch fertig. So, und die Pastinaken. Oh gut, die Pastinaken können wir noch mal anpflanzen. Die kriegen wir definitiv noch mal fertig. So, und die Gurken, die sind nicht fertig. Wie sieht's aus? Müssen die Erdbeeren zu den Unimos? Nö, ne? Mäh. Karotten auch nicht. Und eine Gulden ist dabei. Die heben wir auf jeden Fall auf. Davon brauchen wir 5 Stück. Das Feuer essen. Jojojojo. Einen Moment. So, die geht rein. Haben wir schon mal 3. Uff. Jo. Kriegen wir schon irgendwie alles hin. Einen Moment. Das geht rein, das geht rein, das geht rein. Die Erdbeeren brauchen sie ja auch nicht. Die gehen also auch rein. So, dann gießen wir mal kurz. Erdbeeren wachsen nach. Für die letzten 8 Tage jetzt nochmal alles neu anpflanzen. Also Pastinaken pflanzen wir gleich nochmal an. Hier pflanzen wir nichts Neues mal an. Und die Kartoffeln kriegen wir auch nur noch einmal fertig. Wir gehen ja Richtung Sommer. Muss aber wirklich gleich mal gucken nach dem Lehm. Ich habe keine Ahnung, wo ich Lehm herkriege. Ob wir überhaupt Lehm haben. Das gieße ich auch schon mal. Da gehen gleich nochmal Pastinaken rauf. Ja, natürlich. Dreimal vorbeigegossen, dann reicht's natürlich nicht. Und wir dürfen natürlich unsere Haarallee nicht vergessen. Auf keinen Fall. Jo, Karl, auch du kriegst gleich dein Wasser. Immer mit der Ruhe. So, das Feld hier kann weggammeln. Wie gesagt. Da werden wir jetzt erstmal nichts anpflanzen. Gieß richtig. So, Karl, du kriegst natürlich auch. Bim, 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 bim. So, dann hauen wir nochmal rauf. Dim, 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 dim. Zack. Und bam. Sehr schön. So, wir haben jetzt 3 Barren einstecken. Die hauen wir gleich auch noch rein. Ich muss jetzt wirklich mal nach dem Lehm gucken. Und nach Pier müssen wir gleich auch noch. Haben wir überhaupt Lehm? Wenn ja, weiß ich nicht, wo wir es her haben. Ja, da. 3 Lehm. Wir brauchen 10. Okay, werden wir wohl noch rausfinden. Warte mal, vielleicht geht das ja mal mit der Hacke auf den Boden? Nein. Nein. Warte mal, wir haben hier Schwingelwürmer oder was ist das? Also ein Karottensamen. Okay, die können wir auch gleich anpflanzen. Gut, dann pflanzen wir da oben doch nochmal ein. Aber wo kriegen wir Lehm her? Das ist echt eine berechtigte Frage, ne? Pack die einmal nach unten, die brauchen wir gleich noch. Pack. Das sind nur 2, okay. Besser als nix. Bip, bip. Dann gießt das hier auch noch einmal. So, hauen wir jetzt unsere 5 letzten Dinger hier rein. So, Kohle kann rein. Die behalten wir mal. Der 5. kommt gleich. Komm, nehmen wir alle mit. Wir müssen auch noch welche zum einen zumindest zu den Unimos bringen. Ja, das mit dem Lehm wird noch ein Problem. Aber wir gehen erstmal nach Pier. Vielleicht verkauft er ja Lehm oder so. Ich werde mal versuchen, ein bisschen auf Würmer zu achten. Ich weiß es nicht, aber ich habe das Gefühl, da könnte man auch Lehm rauskriegen. Weil ich meine, wir hatten die 3 auch von Würmern. Auf jeden Fall brauchen wir 10 Lehm. Da führt kein Weg dran vorbei. Steht unsere zukünftige hier zufällig? Nein, tut sie natürlich nicht. Woche ist aber auch nicht rum, oder? Nein. Und hier haben wir... Gesucht Schleimjäger zum Erlegen von 4 grünen Schleimen in der örtlichen Mine.
Machen wir. Da wollen wir ja auch noch hin. Stimmt. Zur Abenteuergilde. Ah, Le Pierre. Du haben Lehm? Nö. Jede Menge Setzlinge, Katalog, Boden, Tapete, Dünger und sowas, Essig, Öl, alles zum Kochen. Nö. Ah, dann nicht. Okay. Wir nehmen aber nochmal 9 Pastinaken mit. Bitte. Tja, das mit dem Lehm wird in der Tat ein Problem. Zerbrochene CD. Wo ist die Gute denn? Mal wieder irgendwo am Rumschlawinern. Das ist schlimm. Die Frau muss man festbinden. Die ist nie da, wo sie sein soll. So, ich glaube, das war hier hinten. Das geht mir jetzt nur um den einen Kupferbarren. Der war nämlich meine hier. Und zwar irgendwo Bündel Schmidt-Eo, siehst du? Ein Rinn. Danke. Junge, 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 wie lange haben wir Zeit für die Schleime? 2 Tage, wie immer. 4 Schleime, ich meine, die sind ja eine Schnecke machen, der Mine, ne? Komm, dann gehen wir da mal kurz schnell hin. Bip. Schaden kann es nicht. Wie gesagt, wir brauchen Lehm. Und wo ich Lehm her? Vielleicht kriegen wir es ja auch in der Mine. Ich weiß es nicht. Hallo Linux, ich habe leider gerade nichts dabei für dich. Und bevor wir da jetzt reingehen, einen Moment. Komm, unsere Harley werden wir wohl noch finden, hoffentlich. Von 14 bis... Okay. Na, angeln will ich jetzt nicht. Das müllt unser Inventar voll. Ich will nur schnell ein paar Schleime. So, mach mal an hier. 15. Gemischte Saat, okay. Zwergenschriftrolle, okay. Wie, hier war nur ein Schleim. Hier war nur ein Schleim. Okay. Au! Nee. Mine war doch jetzt gar nicht eingeplant. Das war Gube. Wo ist die Leute? Die gute Leute. Da. Sehr schön. Kuba. Oh, Kuba nehmen wir jetzt nicht mit. Mir geht's jetzt um. Alter, und wie viel schon wieder? Kupfer gibt's echt Massen. Hier ist kein Schleim. Okay. Oh nein. Diese Mücken oder Bienen oder was? Ich will doch nur Schleime. Gute, schöne Schleime. Ich hätte mal die Bomben mitnehmen sollen. Für sowas sind sie echt ganz gut, glaube ich. Schon 15 Uhr, Mensch. Na gut, wir müssen nicht alle jetzt... Ich wollte ja noch zur Abenteuergilde. Wir müssen die Pastinaken noch einpflanzen. Wir müssen noch zur Harley. Wir müssen noch jede Menge. Die Zwergenschriftrolle ist bestimmt was für Günther. Junge, das ist nicht dein Ernst, oder? Wo ist die leider? Ich jetzt... Gott, wieso habe ich denn so wenig Leben? Sicher jetzt ist. Jetzt reicht's mir hier. Lass mich in Haus. Okay, wir gucken am nächsten Tag nochmal. Ich bin ja halb tot.
Oder ist es Synergie, ne? Ich kann sagen. So, wir gehen einmal hier hin. Dass wir den Schleim kriegen, wo wir hin. Wir haben morgen auch noch Zeit dafür. Wir haben heute so viel zu tun. Okay. Du bist? Holzklinge? 3 bis 7 Schaden und unser Schwert? Das macht überhaupt keinen Schaden. Okay, das ist mir zu teuer. Eiserner Langdolch. 2 bis 4 Schaden. Das macht 3 bis 7. Dafür aber kritische Chance. Okay. Okay, Wandschwert. Das ist ein Möbel zum Hinhängen. Ring, okay. Erhöht Zurückstoßen, erhöht Waffenfertigkeit um 10% plus Verteidigung. Dekoratives Schwert. Ich würde gerne mal die kaufen. Sei ich ganz ehrlich. Zack. Dem. Oh, sind wir jetzt hier drin, oder? Komm wieder, wenn du mir was zu zeigen hast, Kind. Ja, Ziele für die Monsterjagd. Hilf uns, das Teil sicher zu machen. 1000 Schleim insgesamt. Und Höhleninsekten, das sind wahrscheinlich die ganzen Viecher da drin. Okay. Den probieren wir mal an eisernen Lang durch. Heben wir aber unser Schwert sicherheitshalber einmal auf. Das ist bestimmt für Günther, ne? Jo. Günther, zu. Da wollte ich hin. Wir müssen Harley noch finden. Die Zeit rennt. Die ist bestimmt zu Hause mittlerweile. Habe ich das Feld für die Pastinaken schon gegossen? Ich glaube ja, ne? Hier, ess mal. Gibt zumindest ein bisschen Energie wieder. Auch wenn es nicht viel ist. Aber wir geben zumindest nicht gleich aus den Latschen. Würmchen sehe ich hier nicht. Nö. Ich hoffe doch, dass sie nicht gleich ihre Türe abgeschlossen hat. Keine Angst, Harley, ich will auch nicht stalken. Ich will nur mit dir reden. Mehr nicht. Wohnt tut die Gute hier unten, die ist bestimmt zu Hause mittlerweile. Ja, Mädels, danke. Mitten auf dem Weg stehen, ne? Jo, Izzy, Izzy, da Izzy. Guck mal, die ist am Esen kochen. Ich verspüre den Drang, shoppen zu gehen. Ah, ich wünsche, es gäbe hier ein Einkaufszentrum. Wir haben unseren Job getan, Lady. Ist du auch mal was für uns zur Abwechslung? So, wir müssen dringend nach Hause. Dann müssen wir für den nächsten Tag wohl wirklich mal ein bisschen minimäßig einplanen, aber ich denke mal, da kriegen wir Lehm. Oh, nirgendwo Würmer. Ihr sagt immer, ich soll auf die Würmer achten. Ich sind ja nirgendwo Würmer. So, hau erstmal die Pastinaken rauf hier. Bip, 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 bip. So, gegossen haben wir zum Glück schon. So, wurde, war der wurde. Den nehmen wir auch noch mal raus da. So, einen Moment. Die Barren können erstmal rein. Das kann erstmal rein. Das kann rennen. Das kann rennen. Die Bombe kann rennen. Steine. Das ist Günther. Der hat jetzt aber allerdings zu. Packen wir auch erstmal rein. Und ja, leicht voll bei uns. Ich verstehe gar nicht warum. Dabei haben wir eine Top-Ordnung. Komm, nehmen wir Günther raus. Zack. Das packen wir erstmal nach da, weil ich gucken will, welches Schwert besser ist. Haben wir unser. Ich glaube, wir haben die Vögel. Das sind auch Vögel. Die Hühner. Wir haben unsere guten Henriette und das vergessen. Und ich versuche zu schlafen. Biskuit versucht zu schlafen. Kleines Ei, großes Ei. Brauchen wir nicht mehr? Kann ja mal vorkommen, dass man seine Tiere vergisst, ne? Gelegentlich. Leider, was sieht das mal? Das ist ja schlimm gewesen heute. Das war ja reinster Katastrophentag heute. Und das ist nur, weil wir kein Lehm haben. Gut. Gucken wir uns erstmal Wetterbericht an. Och, Karl, das kann nicht sein. Du, immer sitzt der gut im Weg. Wetterbericht. Wir haben morgen Regen. Das ist schon mal sehr gut. Schön. Hinlegen. Schlaf, Alter.
Bim, bim, bim. Das gab guten Money. Das heißt aber auch, wir müssen unsere Hühner füttern. Wir müssen das verdammte Silo kriegen. Wir brauchen Lehm. Irgendwas fertig? Nö, ne? Doch, die Gurken. Aber Gießen brauchen wir nichts. Das ist gut. Die Gurken. Bohnen. Die sehen aber auch aus wie Gurken. Oh, warte mal. Hühner brauchen wir ja auch noch. Nehmen einmal Futter mit. Junge, Junge, Junge. Wir haben nur noch 3 Futter. Nur noch 3 Futter. Das ist nicht gut. Ach ja, vor heute hatten die ja noch. Stimmt. Jo, Biskuit, danke. Aber ich will das Ei. Komm mal von dem Ei runter, Mensch. Danke. Stimmt, die brauchen erst am nächsten Tag. Wir brauchen unbedingt das Silo. Unbedingt. Gut, dann kann das rein. Bohnen brauchen wir auch nicht mehr, ne? Nee, nee, der Bohnen kann auch weg. So, schmeiß rein. Schmeiß rein. Die auch. Gibt zumindest Geld. Würmer sehe ich ja jetzt auch nicht auf den ersten Blick. Alles klärchen. Dann marschieren wir mal in die Stadt. Wir müssen ja auch noch in die Mine, ne? Nicht vergessen. Würmchen, Würmchen, Würmchen sehe ich nicht. So, da kommen wir nicht rein. War auch um 9 Uhr, ne? Genau wie Pia. Pia wollen wir nicht hin. 25 Stein will Robin. Okay, kriegst du auch Robin. Ist alles kein Problem. Aber eins nach dem anderen. Wir können nicht alles auf einmal. So, was machen wir zuerst? Wir haben viel zu tun. Marschieren wir erstmal hier rüber. Ich wette, Günther macht auch erst um 9 auf. Werden wir aber gleich sehen. Nee, Günther hat schon auf. Sehr schön. Hallo Günther, wir haben da was. So, das sind Schriftrollen. Ich weiß nicht, wie viele davon kommen. Bestimmt nicht allzu viele, ne? Ich glaube, die legen wir hier mal hin. Bim, bim. Aber kriegt man da nichts für? Sieht nicht so aus, als... Nö, sieht nicht so aus. Bim. So, gehen wir einmal kurz unsere Harley besuchen. Wir haben Sonntag. Einmal kurz gucken. Wurde auch zurückgesetzt. Okay. Ach, da wir eh nur 2 Geschenke in der Woche können, kriegt sie am Montag ihr Geschenk. Wird also sonntags zurückgesetzt. Danke. Danke. Jo, echt erst ab 9 Uhr? So, springen um, liebe Uhrzeit. Danke. Oh, die Gute ist bestimmt noch nie im Zimmer. Die pennt noch. Ey, aufstehen. Das Wetter ist viel zu furchtbar, um das Bett zu verlassen. So ein Pech aber auch. Fashion Films, Fotos von den Straßen in Zusumstadt. Das ist klar. Wollen wir da reingucken? Du blickst schnell in Haleys privaten Kleiderschrank. Er ist randvoll mit Klamotten. Ist verschlossen. Ja, wir müssen ja gucken, ob sie nicht irgendwelche Geheimnisse vor uns hatten. Tut mir leid. So, wir waren bei Günther. Alles klärchen, Post. Dann gehen wir jetzt in die Mine, da können wir auch gleich die Steine besorgen, dann brauchen wir unsere von zu Hause nicht verschwenden. Geht nicht mehr. Also eins muss man dir spielen lassen, ne? Für ein Farmspiel. Gut, in vielen Farmspielen ist es ja so, dass du dich eigentlich quasi morgens um deinen Hof kümmerst und sonst den ganzen Tag nichts zu tun hast, außer ein bisschen rumrennen, ein bisschen Unkraut zupfen. Hier hast du immer irgendwas zu tun, ne? Irgendwas ist es immer. Und wenn das irgendwelche Nebenaufträge sind oder die Werkzeuge huskeln oder... Irgendwie ist schon cool. Das lieben wir schon. Aber ich denke mal, das kriegen wir in der Mine. So, dann nochmal auf 15 anfangen. Yo.
Komm mal diese gemischte Saat. Hier ist ein wenig von allem drin. Ich glaube, die hat auch keine bestimmte Jahreszeit, ne? Die kann man, glaube ich, überall pflanzen. Kann das sein? Hier ist auf jeden Fall kein Schleim. Das ist nicht gut. Ich brauche noch 3 Schleime. Und zwar heute. Das läuft mich heute ab. Danke. Oh. Was ist denn das für durch, Alter? Das, ja, okay. Damit wird gestochen. Der Dolch ist Mist. Der Dolch ist Mist. Okay. Vor allen Dingen, ich sag jetzt nicht, wie das aussieht. Mann, was ist das für ein Riesenblübbel? Gut, er macht mehr Schaden, aber 3 von 4, bis man damit getroffen hat, ist auch so eine Sache, ne? Okay, die Schleime haben wir. Och nö. Diese Mücken. Ich hasse diese Mücken. Mittlerweile. Ist just gut, Genius, ist hier Achterbahn. Weil die sind so stabil, die Dinger. Ah, wir können wieder rumgündern. Okay, wie gesagt, wir haben noch mehr vor. Mine verlassen. Wir gehen wieder raus. Ja, wir werden auch wieder einen richtigen schönen Tag Minen machen. Das Schwert ist Mist, wenn ich mal so sagen darf. La 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 la. Aber gut, wir haben die Steine jetzt nicht. Wir müssen gleich noch eine Runde rumgündern. Wir müssen einmal die Steine holen. 25 Stück wollen die gute, ne? Oder? Ja. Yep. Also ich weiß nicht. Ich glaube, ich bleib doch lieber mal meinem Schwert. Ich bin irgendwie nicht so der Freund von dem Dolch, muss ich ganz ehrlich sagen. Eins nach dem anderen. Erstmal. So. So, das wären die 25 Steine. Das kann rein, das kann rein, das kann rein, die kann erstmal rein. Ah, das legen wir erstmal dahin. So, dann gehen wir jetzt gleich wieder zu Robin. Geben ihr die Steine. Ich hoffe, sie ist da. Dann werden wir nochmal zu Günther gehen. Und das mit den Schleim müssen wir nicht auch abschließen können. Hoffentlich. Wupp. Ich hoffe, sie ist noch da. Und ich hoffe, wir kommen noch zu Günther. Hier ist doch Robin. Zeit rennt mich schon wieder. So, nein, nicht wieder raus, Mensch. Brauchst du etwas? Nee, aber du. Der Ring hält mich davon ab, meine Arbeit zu erledigen. Obwohl, ist nicht gerade angenehm. Ich wollte doch nur die Steine abgeben, Mensch. Muss ich die in der Hand halten? Kann das sein? Warum? Nee. Toll, jetzt habe ich einen Stein zu wenig. Ist das jetzt Ihr Ernst? Wo ging das denn jetzt nicht? Wüsste ich gerade nicht. Ich kann dir die Steine nicht abgeben. Jetzt haben wir eh einen zu wenig. Aber gut, bevor uns die Zeit da rum vorn rennt, wir müssen einmal zum Günther und wir müssen auch noch zu dem anderen hin.
hier liegt nicht zufällig irgendwo ein Stein, den ich wieder aufsammeln könnte, oder? Sieht nicht so aus, ne? Ich weiß nicht, wie lange die alle aufhaben kommen. Wir sind schon bei 16.40 Uhr. Die Zeit rennt, Mensch. Wird dann bestimmt zu, ne? Der da oben bestimmt auch. Hey, Günther noch auf? Okay. Was? Zwergenschriftrolle 1 hier. Ich kann nichts abgeben. Okay, das heißt, die haben mir wohl doppelt, wa? Oh mein, und dafür renne ich mich hier ab. Gut, mit Robin hätten wir notfalls noch Zeit bis zum nächsten Tag, aber schenken ging nicht. Da hat sie jetzt einen Stein gekriegt und war damit nicht zufrieden. Um so ansprechen geht's aber auch nicht. Wie gebe ich ihr denn die Steine? Jetzt gucken wir erstmal, ob wir bei dem noch reinkommen. Baby. Jo, das geht auch noch. Er ist zurück. Jo. Wie schließe ich jetzt die Quest bei dir ab? Grüner Schleim. Rede mit Luis. Er ist Luis, oder wie? Let's go. Mit dem kann ich nicht reden. Nö. Ach. Das ist der Bürgermeister. Stimmt. Mein Fehler. Ich dachte, das war er wegen Schleime. Er ist ja immer für die Mine zuständig. Aber trotzdem einmal ganz kurz rein. Nur einen Stein holen. Kommen wir auch kurz hier runter. So. Wieso haben wir jetzt 7 von... Wo sind die alle? Wir haben noch 25. Ich muss die Steine abbauen? Echt jetzt? Ja, das sehe ich gerade. Der zählt nur die Steine, die ich hier jetzt gerade abbaue. Okay. Ich dachte, ich muss sie einfach nur... Das ist ja mies. Das ist echt mies. Okay, wir haben es zumindest. Mine verlassen. Okay. Ich glaube nicht, dass wir Robin jetzt noch erwischen, oder? Und Luis wahrscheinlich auch nicht. Mal gucken. Das für ein Schleim läuft ja auch heute ab. Wir müssen Luis noch erwischen. Och nö, Robin. Komm da oben raus, aber Dalli. Du bist wie gut genug mit Bombe rollen. Robin, das ist nicht dein Ernst. Wir kommen gleich nochmal wieder. Die wollen mich heute ärgern. Gut, Robin ist nicht so schlimm. Da haben wir notfalls bis zum nächsten Tag noch Zeit. Luis sieht da anders aus. So, aber ob wir den noch erwischen? War 20 Uhr? Abby, was schleißt du hier anders heimlich durch die Gegend? Weiß Papi das? Ah, er ist noch da. Ah, Norsley, du hast bei unserem Schleimproblem geholfen. Danke dir. Ich hoffe, es war nicht zu viel Arbeit für dich. Ich weiß, dass es ziemlich schwer sein kann, diese klebrigen Schleim aus der Kleidung zu kriegen. Ich habe definitiv einige gute Paar Hosen beim Versuch, dieses Krümmer zu fassen, ruiniert. Ich erinnere mich daran, wie Vater wütend geworden ist, als ich himmelblauen Schleim an meinem brandneuen Stoffhosen kleben hatte. Nun ja, egal. Viel Spaß mit der Belohnung. Okay, das hätten wir. Robin kriegen wir heute wohl nicht mehr, ne? Na gut, da hätten wir aber bis morgen noch Zeit. Ich glaube nicht, dass wir sie noch kriegen. Ich gucke noch einmal, aber die werden wahrscheinlich sasser aus, als sind sie ins Bett gegangen. In ihrem Schlafzimmer hocken. Aber von da aus können wir dann auch gleich nach Hause. Mann, was für ein Chaos-Tag heute.
Haben wir irgendwas für Günni, was wir nicht abgeben können bei Günni? Weil wir es wahrscheinlich schon abgegeben haben. Ich habe jetzt nicht darauf geachtet, welche Schriftrolle es war. Moment, da kommen wir definitiv nicht mehr rein. Die sind im Bett. Gut. Würmer sehe ich hier auch keine. Mäh. Können wir die Schriftrolle verkaufen? Wie das? Ich meine, wir können die ja nicht mehr abgeben. Was sollen wir damit? So, eins nach dem anderen. Hagerin, ich glaube, die Steine brauchen wir gar nicht. Wir sollten das nur einfach mal abbauen. Können wir, ne? Jo. Gut, dann legen wir uns mal kurz schlafen. Wie ist denn das Wetter morgen? Morgen ist auch nochmal Regen. Das ist gut. Und Königin der Soßen. Ich bin es, die Königin der Soßen. Ich stelle euch köstliche Rezepte aus meinem geheimen Kochbuch vor. Das Gericht diese Woche ist Radieschensalat. Es geht nichts über frische, gepfefferte Radieschen. Das erinnert mich an den späten Frühling. Meine Mutter schnitt unsere frischen Rettiche und brachte sie uns auf körnigem Brot mit etwas Salz und Pfeffer. Ah, das waren noch Tage. Aber ich schweife jetzt ab. Jetzt schaut gut zu. Du hast gelernt, wie man Radieschensalat macht. Wir haben bloß noch keine Küche. So, dann leg dich mal kurz, mein Freund. Ah, Spitzhacken-Effektivität. Minenarbeitsstufe 2. Treppen können wir jetzt machen. Okay. Können wir die in der Mine selbst benutzen, um schneller runterzukommen? Ja, sein. Eins. Okay, naja, besser als nix, ne? Besser als nix. Tag 22. Sehr schön. So, hier ist nichts fertig. Da ist nichts fertig. Da ist nichts fertig. Hier ist nichts fertig. Gut. Wir müssen noch einmal zu den Hühnern. Die brauchen aber heute definitiv Futter. Danke. Ich hoffe, ich hatte den Futter gegeben. Ne? Also, es würden hier keine Eier liegen. So, jetzt wäre es aber schön, wenn es erstmal ein paar Tage nicht regnen würde, bis wir das Silo haben. Wir haben immer noch das kleine Lehmproblem. So, denn, warte mal, ich wollte eine Blume mitnehmen. Eine einzige, Bip, für unsere Harley. An meinem Brief lesen. Hallo, Northlight. Es ist so lange her. Ist das von unserer Mutter? Es ist so lange her, seit ich von dir gehört habe, mein Schatz. Hier ist es genauso wie immer. Ich vermisse dich sehr. Alles Liebe, Mama. PS, ich habe einen Umschlag mit etwas Geld gefunden, das dir dein Opa hinterlassen hat. Hey, 500 Gold. Geld oder Gold? Geld wahrscheinlich. Ja, hau das Ei rein und hau das Ei rein. Den können wir ja losmaschinen. Whoop. Dann müssen wir es bei Robin ja jetzt abgeben können, ne? Bevor ich jetzt komplett loslaufe. Ja, rede mit Robin. So, unsere Harley können wir noch nicht hin, aber Robin wahrscheinlich auch nicht. Und Günther können wir auch nichts machen aktuell. Denn tun wir einmal unsere städtischen Pflichten. Und wir wühlen die Mülltonnen. Guck jetzt schon extra nach Würmern und ich sehe einfach keine. Nirgends wo Würmer. Kommen wir da schon rein? Nein. Überall ist ab 9 Uhr, ne? Aber ist ja gleich. Ne, hier ist nichts, wo Wurmbefall. Weißt du was? Solange die Gute noch nicht aufhat, gehen wir halt auch ein Ründchen angeln, wenn wir hier irgendwo runterkommen. Das sieht aber nicht so aus. Da ist Wasser. Siehste mal. Genau deswegen habe ich immer alle Werkzeuge dabei. Dann hat man sie, wenn man sie braucht. Mal sehen, vielleicht kriegen wir hier was Schönes. Die meiste Zeit angeln wir ja mehr.
Das scheint kein besonderer Fisch zu sein. Karpfen. So, jetzt hat die Gute auch gleich auf. Das ist doch schön. Dann geben wir Linux einen Fisch ab, würde ich sagen. Noch einen Karpfen? Gut, Linus kriegt einen Karpfen von uns. Jetzt aber einmal kurz hier hin. So, hallo Robin. Nein, ich brauche nichts. Uns fehlt Leben. Sieht so aus, als hättest du, wonach ich gefragt habe. Vielen Dank. Verkauft sie vielleicht Leben? Glaube ich nicht, ne? Laden, Haus verbessern. Gucken wir mal. Steinholz, große Truhe, Rezept. Einfaches Fenster, kleines Fenster, Eichenbank, Eck. Wie, sie verkauft jede Menge Möbel. Kalender, Deckenfaden, holzige Couch, Werkbank, Telefon, Billigfernseher. Fernseher, Saisonpflanze, Kamin, Betten, Laternenpfähle, okay. Fußböden, alles Mögliche. Aber kein Leben. Hier, Linux, zu dir kommen wir auch gleich. Wir müssen uns da einmal jemanden krallen, bevor er abhaut. Ist etwas flüchtig. Hier kommen wir auch durch, oder? Nein, ich komme immer auf die Emojis. Würmchen, Würmchen, die sind aus. Würmchen gibt es hier nicht mehr. Aber immerhin, ne? Immerhin, wir haben schon 8000. Was blinkt denn hier? Sammelstein. Ah, vergessen das Geld mitzunehmen. Sehr schön. So, einmal drin gucken. Danke. So, immer noch im Bett. Ew. Dieses Städtchen ist so klein, echt nervig. Immer mal der Ruhe, bitte. Schock für mich, danke dir. Siehste mal. Drei Herzen immer noch. Geräte haben wir. Morgen gibt's nochmal ein Geschenk, dann passt das. So, Linux, wir kommen zu dir. Oder Linus, nicht Linux. Heißt der Linux oder Linux? Ich glaube Linux. Eigentlich haben wir doch jetzt genug Zeit. Noch ein bisschen in der Mine, ne? Rein theoretisch. Vielleicht nicht allzu lange, aber probieren könnten wir es mal. So, der Gute ist hier oben. So, er liebt ja Sachen aus der Natur. Liebt er auch... Ah, Fisch wahrscheinlich nicht, ne? Ich meine, rohen Fisch. Wir geben mir lieber das da. Hast sogar bessere Qualität. Das ist ein guter Fund. Ich bin immer glücklich, wenn ich wilde Lebensmittel esse. Ich danke dir. Warmer Regen ist auch eine schöne Art, um sauber zu werden. Der tut mir so leid. Tut mir wirklich so leid. So, wir gehen in die Mine. Wir haben Zeit, müssen wir ausnutzen. Wir wollen ja auch noch unsere Werkzeuge und alles verbessern. Auch wenn ich es im Moment nicht mache, weil es mir zu teuer ist. Aber irgendwann müssen wir es machen und dafür brauchen wir Erze. Bibi. Blaue Schleime. Okay. Machen wir was Neues. So, können wir das auch weg? Ew. Haben wir Kupfer? Jetzt natürlich nicht, ne? Wovon haben wir so viel Kupfer und jetzt? Ah, Gott. Aber Leben kommt ja auch nirgends voraus, ne? Ah, da ist sie doch. Das ist furchtbar. Ich nehme das Schwert. Wir kriegen hier viel zu viel Schaden. So, hier haben wir noch ein bisschen Kupfer. Siehst du mal.
Da ist schon wieder so einer. Ah, tatsächlich. Wollen nur testen, ob man den Steine weghauen kann. Guck mal. Warte, was? Das ist mir jetzt hier echt zu doof. Machen wir so. Gleich am Start, das ist schön. Ah, scheint hier etwas größer zu sein. Wie es aussieht. Moment. Solange wir nicht diese ekelhaften Stechmücken kriegen. Ach komm, hier ist auch unser. Schön. Das hier macht zwar weniger Schaden. Ist dafür aber länger. Als dieses andere kurze Stängelding da. Wir wollen lang und kein kurzen. So geht das nicht. Schön, ich wollte dann mitnehmen. Jetzt haben wir hier sogar zwei Leitern. Okay, aber einen Moment. Guck mal, hier haben wir nämlich noch ein bisschen Quarz und ein bisschen Kupfer. Ich weiß nicht, was das da oben ist, aber gucken wir gleich mal. Och, nö. Diese komischen Stechmücken. Wesentlich besser mit dem Schwert. Wesentlich besser. So, das ist... Topaz. Okay. Hier ist aber schon noch ein bisschen Kohle drin, oder? Yep. Oh, sogar fast voll. Ach, leider brauche ich jetzt nicht suchen. Die hatten wir hier oben. Genau. Wie sind wir? Ebene 19? Ach, passt doch. Was ist das da? Ich glaube, das mussten wir sogar bei den Unimos abgeben, wenn ich mich nicht täusche. Erdkristall, ich glaube ja. Ah, hier ist er. Sehr schön. So, und hier wäre Bing. Wir sind auf Ebene 20 und... Oh, Stallkurzschwert, Stufe 1. 4 bis 8 Schaden. Und soll das plus 2 Geschwindigkeit? Ja, ne? Okay, wir sind dezent voll. Warte mal. Das ist doof. Hier, schmeiß die zwei Harz raus. Das ist doch bestimmt wie unser Schwert, oder? Sieht zumindest so aus. Ah gut, Angeln rum. Ich wollte hier Angeln probieren, aber... Wir sind voll, das können wir knicken. Ich will nur mal kurz was gucken. Und zwar, ja... Der muss zu den Unimus. Die. 19:20 Uhr, noch gut in der Zeit. Ich fürchte bloß, wir kriegen nicht mal alles in die Kiste bei uns. Sollen wir mal gucken. Das Gemeindezentrum war hier unten, ne? Ich glaube, da kommen wir jederzeit rein.
Bin mir jetzt aber allerdings nicht ganz sicher. Wie freut es das so, unsere herrlichen drei Hälsen haben? So, das waren mich, meine ich. Gehört ja alles zusammen, der Minkram. Hier hinten. So, das sind alles die Barren. Und hier. Na, guck mal, dann können wir den auch gleich abgeben. Bing. Bing. Die beiden Sachen haben wir gerade nicht. Und dann hätten wir den noch. Ah, guck mal. Davon müssen wir 99 abgeben? Auf einen Schlag, ne? Kriegen wir so nicht rein, oder? Nein. Okay. Aber zumindest zwei Sachen schon mal abgegeben. Den können wir jetzt auch nach Hause schon ziehen. Alles Wichtige erledigt. Obwohl, warte mal. Ich habe auch noch Fische einstecken. Ich will nur kurz gucken, ob die hier irgendwo rein müssen. Ja. Siehst du mal. Und mit denen will ich auch gleich abgeben. Sehr schön. Jetzt aber ab nach Hause hier. Jetzt wären wir ja noch krank im Regen. Schön. Trotzdem. Macht mir das irgendwie Sorgen? Dass wir kein Leben haben? Und ich keinen blassen Schimmer habe, wo wir Leben herkriegen. Aber so wird das nichts mit dem Silo. Okay. Einmal kurz hier hin. Das kann rein. Günther, den müssen wir bei Günther abgeben. Okay, der kann rein. Hier unten haben wir eh drin. Stein haben wir drin. Das haben wir drin. Das haben wir drin. Ich glaube, 100 müssen wir davon abgeben. Ne? Kohle kann rein. Genau wie die. Müssen wir die ja nicht bei Günther abgeben? Ja. Okay, nehmen wir einen raus. Das kann rein. Das kann rein. Den verkaufen wir. Okay, der passt halt aber. Ich würde ja gerne die beiden Schwerter reintun. Brauchen wir wirklich den Müll? Ich denke nicht, ne? Können wir mit verkaufen, würde ich sagen. Dann können wir die beiden Schwerter rein. Den auch. Schön. Den haben wir. Was für Günther. Tiere haben wir uns gekümmert. Wollen wir mal kurz ins Wetterbericht hingucken. Leben vom Land haben wir auch was Neues. Wir haben morgen einen sonnigen Tag. Das ist doch schon mal schön. Dann können die Hühner wieder raus. Schnapp deine Angel und verkaufe deine Ausbeute. Mit Angeln kannst du immer dein Konto etwas aufbessern, wenn du gerade sonst nichts zu tun hast. Die Distanz von deinem Köder zum Land entscheidet darüber, welche Art von Fisch dir an die Angel geht. Aber auch der Ort, das Wetter und auch die Jahres- und Tageszeit. Okay, vielleicht sollten wir auch mal irgendwann im Regen angeln gehen. Kupfer haben wir auch jetzt erstmal genug. Naja, Müll bringt das auch nicht, ne? Viel, aber wir soll's nix. Bip, bip. Sehr schön. 23. Tag im Frühling. Kommt doch langsam. Dip, 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 di. Gut, dann gibt's gleich nochmal nach Günther. Vorher müssen wir natürlich unsere Felder machen. Wir sind vorher aber auch am Ende. Vielen, vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Morgen geht's hier weiter. Tschüssi.